Willkommen beim ersten Zusatzvideo zu meinem C64 Basic Kurs. Hier wird es um Sprites gehen und Zusatzvideo deswegen, weil es im C64 Basic keine Befehle gibt, um Sprites zu verarbeiten, also sie zu erstellen oder irgendwie zu manipulieren. Das muss man alles über den Poke-Befehl machen und direkt im Arbeitsspeicher des C64 arbeiten. Und damit wir wissen, welche Adressen wir da brauchen, habe ich hier mal den Speicherbelegungsplan nochmal aufgemacht. Und da schauen wir uns als erstes den Adressbereich vom Videochip an. So, da geht's auch direkt los. Die erste Adresse ist direkt für das Sprite 0, die X-Koordinate. Und die nächste Adresse, die 53249, das ist die Y-Koordinate für Sprite 0. So setzt sich das fort bis Sprite 7. Also der C64 unterstützt hardwaretechnisch 8 Sprites. Und die ersten Adressen sind also für die Koordinaten zuständig, wo dieser Sprite auf dem Bildschirm liegt. Wir schauen mal weiter runter. Hier sind die Farbangaben für den Bildschirm. Die hatten wir schon behandelt. Und etwas weiter unten sind die Farbangaben für die Sprites. Und zwar hat jeder Sprite eine eigene Farbe. Das geht los bei der Adresse 53287 für den Sprite 0 und setzt sich dann in den nächsten Registern fort. Das Ganze wird genauso behandelt wie die Bildschirmhintergrundfarbe zum Beispiel. Man pokt einen Wert zwischen 0 und 15 rein. Für die Farben pokt man 16 rein, hat das den gleichen Wert wie 0. Also dann wird schwarz genommen wieder und die Farben setzen sich sofort. Haben wir in dem Poke-Video ja schon mal ausführlich drüber geredet. Ja, dann gibt es noch zwei weitere Farben, die man angeben kann. Und zwar unterstützt der C64 dreifarbige Sprites, wobei allerdings zwei Farben immer dieselben sind für alle 8 Sprites. Und die werden hier abgelegt in der 53285 bzw. 53286. Da kann man zwei Farben festlegen, die gelten dann global für alle Sprites und jeder Sprite bekommt noch eine zusätzliche Farbe, die man hier individuell für jeden Sprite festlegen kann. Ja, wie der Sprite aussieht, das muss man auch irgendwo speichern und da muss man sich einen freien Speicherbereich mehr oder weniger aussuchen. Und man muss natürlich noch dem Videochip mitteilen, wo denn jetzt dieser Speicherbereich ist. Und das tut man über den Bildschirmspeicher. Da gibt es nämlich für jeden Sprite ein Register. Das geht bei 2040 los und geht bis 2047. Und da speichert man dann einen Wert rein. In diesem Fall zum Beispiel die 13. Das Ganze wird intern umgerechnet und zwar muss die Speicheradresse durch 64 teilbar sein. Das wurde hier gemacht. Also in diesem Fall, wenn wir jetzt die 13 hier in das Register 2040 reinpoken würden, dann meinten wir damit, dass ab der Registeradresse 832 die Daten liegen, wie unser erster Sprite aussieht. Hier übrigens auch ein kleiner Fehler. Hier haben sie bei Sprite 1 angefangen und das Ganze bis 8 durchnummeriert. Und ja, bei dem VIC war das von 0 bis 7 durchnummeriert. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ja, wie man so ein Sprite entwirft und diese Daten überhaupt festlegt, wie der Sprite aussieht und so weiter, das gucken wir uns jetzt am besten mal in der Praxis an. Ja, das Konstruieren von Sprites macht man natürlich oldschool auf so Kästchenpapier. Ich habe mir hier mal so ein Dokument dafür ausgedruckt. Ich habe hier oben auch schon so einen kleinen Ballon erstellt. Jedes von diesen Kästchen ist ein Pixel. Ausgemalt bedeutet 1 und transparent bedeutet 0. Man sieht hier, dass sie in so Achterblöcken aufgeteilt sind. Die komplette Auflösung ist 24x21 beim C64 Sprite, also 3 Byte in einer Reihe, 3x8 Bit, also jedes Pixel steht für ein Bit. Und wenn man das dann so eingezeichnet hat, dann muss man das halt nur noch ausrechnen. Hier oben das das Byte ist 0, dieses Byte, also 00, 1, 1, 1, 1, 0, 0, das ist 60 und so weiter. Und die Werte, die man dann dabei rauskriegt, hier an der Seite, die ich ausgerechnet habe, die muss man dann nur noch im Speicher hinterlegen. Also das gilt für einfarbige Sprites. Das machen wir jetzt als erstes. Ich habe hier noch für eine kleine Animation so einen Vogel vorbereitet.
Und ja, ich habe mit dem Ausrechnen hier aufgehört. Die restlichen Nullen muss man natürlich noch reinpoken. Also hier unten, da sind ja keine Pixel, das ist alles Null. Und ja, zum Animieren habe ich dann quasi den Vogel einmal mit Flügel nach oben und Flügel nach unten. Und wie das alles funktioniert, das schauen wir jetzt. So, als erstes bauen wir uns eine kleine Routine, mit der wir den Sprite oder die Sprite-Beschreibung, die wir gerade erstellt haben, auf dem Papier in den Speicher lesen können. Und ja, das machen wir mal. Zeile 1000, fangen wir mal an. Sprite einlesen. So. Ein Parameter wird es auch geben, und zwar Speicherbereich, und das ist praktisch die Startadresse. Startadresse. So. Also die Startadresse, an der die Sprite-Daten abgelegt werden. Ah, komm, dann nennen wir es auch Startadresse. So. Ja, die Routine ist denkbar einfach. Wir zählen eine Variable hoch. Und zwar zählen wir von Speicheranfang bis Speicheranfang plus 62. Also unser Sprite ist ja 63 Byte lang. Wir müssen also 63 Byte einlesen. Und das wäre dann von der gesetzten Speicheradresse bis Speicheradresse plus 62. Ja, anschließend lesen wir ein Byte ein. Ich nenne das hier mal BY. Dann poken wir an die Adresse von diesem Schleifendurchlauf das Byte. Und ja, wenn wir damit fertig sind, dann lesen wir das nächste ein. Ja, und das war es eigentlich schon, also zum Einlesen. Ich beende das Programm mal in Zeile 100, damit wir uns in die Routine nicht reinlaufen. Und in Zeile 10, da setze ich jetzt mal die Startadresse auf die Adresse 832. 832, das ist eine Speicheradresse im Kassettenpuffer. Und solange unser Programm die Datasette nicht benutzt, wird dieser Speicher auch nicht weiter angepackt. Deswegen können wir den wunderbar nehmen, um da die Sprite-Daten abzulegen. Ja, und anschließend gehe ich mit goes up in die Zeile 1000 in unsere Routine, und da lesen wir das Sprite dann ein. Und ja, was ich noch vergessen habe, ist natürlich der Return-Befehl. So, ja, nochmal übersichtlich auflisten. Also ich setze hier die Startadresse auf 832, springe dann in die Zeile 1000. Da wird dann von der 832 bis zur 894 gezählt. Und jedes Mal ein Byte gelesen, und das wird dann in die Adresse gepokt. Ja, und anschließend springt das Programm wieder zurück nach hier oben und beendet sich dann selbst. Ja, was jetzt natürlich noch fehlt, sind die Sprite-Daten. Die habe ich ja auf einem Dokument sozusagen schon vorbereitet. Und die muss ich jetzt noch eben eingeben. Und ja, das mache ich einfach mal hier, Zeile 2000. Das machen wir mit dem Data-Befehl. Und ja, jetzt muss man die einfach nur noch ganz langweilig hintereinander eingeben. Ja, das mache ich mal eben fertig. Und dann schneiden wir mal kurz. Gut, so. Ich habe die Daten hier eingegeben, also einfach über drei Zeilen in
mit dem Data-Befehl einfach hintereinander. Und ich hoffe, dass ich mich nicht vertan habe. Ansonsten werde ich das gleich merken. Ich starte das jetzt einfach mal. Und nach kurzer Zeit beendet sich das Programm. Allerdings sind die Daten trotzdem noch im Speicher. Und unser Sprite müsste jetzt also startbereit sein. Gut. Also als erstes mal müssen wir den Sprite anschalten. Das kann ich alles im Direkteingabemodus machen. Da muss ich also jetzt nicht unbedingt ein Programm für schreiben, aber alles, was ich jetzt mache, kann natürlich auch in einem Programm festgelegt werden. Also ich schalte erstmal im Register 53269 den ersten Sprite ein. Und in diesem Register sind ja 8 Bits. So. Und jedes Bit steht für einen Sprite. Also das nullte Bit hier ganz an der Seite, das hat ja den Wert 1. Und wenn ich das auf 1 schalte, dann ist der erste Sprite angeschaltet. Schalte ich das hier auf 1, ist der zweite Sprite angeschaltet und so weiter. Und ich poke jetzt den Wert 1 da rein und damit schalte ich dann den Sprite ein. Also den ersten. So. Ja. Jetzt muss ich dem Grafikchip noch mitteilen, in welcher Speicheradresse die Daten liegen, wie der Sprite aussieht. Und das mache ich im Register 2040. Und vorher gucken wir mal eben in die Adresse 832, also die Startadresse, da habe ich dort habe ich angefangen, die Daten abzulegen. Und das muss auf jeden Fall eine Adresse sein, die durch 64 teilbar ist. Und wenn ich jetzt diese 832 durch 64 rechne, dann kommt da 13 raus. Und das ist der Wert, den ich jetzt in das Register 2040 poken muss. Also 13. So, jetzt weiß der Grafikchip, wie der Sprite aussieht. Und der Sprite ist auch schon sichtbar. Allerdings nicht auf dem Bildschirm, sondern an der Position X0Y0. Und das ist außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereiches. So, und die X- und Y-Koordinaten für das Sprite 0, das legen wir in der Adresse 53248 bzw. 49 fest. Und da lege ich jetzt mal jeweils ein 100 rein. Und siehe da, unser Ballon ist sichtbar. Und wenn ich hier mit dem Cursor drüber bin und irgendwas eingebe, sehen wir auch, dass ein Sprite über der gesamten anderen Grafik liegt. Also das ist mein mehr oder weniger schön gepixelter Ballon. Und den können wir jetzt natürlich auch noch eine andere Farbe geben. Das ist ein einfarbiger Sprite. Und die Farbe dafür steht in der Adresse 53287. Und wenn ich da zum Beispiel die 0 poke, dann wird das Ganze schwarz. Oder ich nehme die 3, dann müsste er grün werden. Also hier legt man die Farbe fest. Oh, jetzt habe ich die Hintergrundfarbe genommen, deswegen sieht man nichts. Naja, lassen wir mal gelb. Ja, was kann ich jetzt noch so machen? Ich könnte den Sprite animieren. Und das muss ich jetzt natürlich dann im Programm machen. Ich liste mir das nochmal auf, was ich bisher alles habe. Und ich habe ja da noch genug Platz. Ich mach mal in der Zeile 15 vor i gleich 1 zu 255. Und dann poken wir einfach mal in die 53249 den Wert. Und next i. So. Und wenn die Animation durchgelaufen ist, dann
setzen wir das Ganze wieder auf die Position 100, wie es jetzt ja auch ist. So, starten wir nochmal. Und jetzt fliegt der Ballon schön von oben nach unten. Und zwar, wie gesagt, die Position 0 ist nicht zu sehen und die Position 255, die ist auch nicht zu sehen. Die ist außerhalb des Bildschirms. Und ja, so können wir also Objekte ja am Bildschirmrand nahtlos verschwinden lassen. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf der X-Achse. Da müssen wir allerdings hier die Adresse ändern. Das Register 53248 ist für die X-Achse. Und ja, die Zeile 20, die lösche ich jetzt mal. Und starte das mal. So, jetzt kommt der Ballon schon angeflogen. Und ja, was ist das? Der bleibt ja jetzt mitten auf dem Bildschirm stehen. Und ja, das ist halt, weil wir eine größere horizontale Auflösung haben als 255 Pixel. Wir können aber in das Register nur einen maximalen Wert von 255 speichern. Und ja, wir sehen auch hier, dass der Ballon also aus dem Bildschirmrand herauskommt, aber dann halt mitten auf dem Bildschirm anhält. Ja, und ja, da muss man sich behelfen. Die Konstrukteure, die haben sich da halt gedacht, wir machen sowas ähnliches wie beim Spritern und Ausschalten, und zwar in der Adresse 53264. Auch da, jedes Bit steht für ein Sprite. Und wenn ich jetzt in dieser 53264 eine 1 poke, also das erste Bit anschalte, dann verschwindet der Ballon. Wenn ich jetzt aber die X-Koordinate auf 1 setze oder auf 0, dann ist der Ballon plötzlich mitten auf dem Bildschirm statt hier hinter dem Rand verschwunden. Und ja, wenn ich ihn jetzt hier erhöhe, sehen wir, dass der Ballon langsam weiter ruckelt. Wenn ich jetzt hier eine 30 hinrechne, ist der Ballon an der Stelle. Und wenn ich dieses Bit hier oben wieder ausschalte, dann ist der Ballon wirklich auf der X-Position 30. Ist das Bit hier angeschaltet, ist der Ballon dann auf der ja X-Koordinate 255 plus 30, also 285. Also wenn ich jetzt in meinem Programm diese Animation vervollständigen möchte, dann reicht es nicht, einfach nur hier hoch zu zählen, sondern ich müsste praktisch in der Zeile 16 53264 die 1 reinpoken, um praktisch die Koordinate umzusetzen und dann ja den oberen Befehl wiederholen. Also es ist eigentlich einfacher. 16 poke 53264,1 und dann nochmal das Ganze. Wenn ich das jetzt starte, dann habe ich einen Fehler gebaut. Aber warum? Ach ja, klar, die Speicheradresse 53264 war ja noch auf dem Wert 1. Das heißt, ich sollte das Ganze mal initialisieren. In Zeile 0, poke 53264,0. Dann habe ich sozusagen die Koordinate auch richtig gesetzt. Und jetzt schwebt der Ballon nahtlos vom linken Rand zum rechten. Er braucht allerdings nach hinten ein bisschen länger. Also das Programm, jetzt müsste es eigentlich aufhören, aber ja, da natürlich nicht mehr 255 Pixel von dieser Position hier platt sind, ja, fliegt der Ballon im unsichtbaren Bereich außerhalb des Fensters natürlich noch ein bisschen weiter. Naja, nichts, was man jetzt irgendwie nicht lösen könnte. Ja, so viel zu einfarbigen, unanimierten Sprites, aber ich möchte natürlich noch eine Animation machen. Ja, dafür muss ich allerdings jetzt meinen Vogelsprite einlesen und ja, da brauche ich also neue Datateilen und außerdem
Ja, neue Adressbereiche und die Datateilen, die gebe ich jetzt eben ein und schneide das aber hier, weil das ist ja eigentlich ziemlich langweilig. So, ich habe die Sprite-Daten eingegeben, also einmal für den Ballon und einmal für den Vogel mit Flügel nach oben und Flügel nach unten. Im oberen Bereich des Programms habe ich die Animation gelöscht, rufe dafür allerdings unser Einleseroutine noch einmal mit der Startadresse 896 und 960 auf. Die Adressen liegen also alle hintereinander. Die 896 liegt 64 Register hinter der 832 und die 960 liegt 64 Register hinter der 896. Denn die Speicheradresse, die muss ja durch 64 teilbar sein, damit wir dem Videochip sagen können, wo die Sprite-Daten genau liegen. Ja, das Ganze starte ich jetzt. Ach ja, die Adressen liegen übrigens auch noch im Kassettenpuffer und da können wir auch noch Sprite-Daten ablegen. So, Sprite-Daten sind drin, allerdings sehen wir noch nichts. Ich muss also jetzt erstmal Sprite 1 anschalten. Das mache ich in der 53269. So, dann 53248. Das ist die X-Koordinate und die 53249 ist die Y-Koordinate. Und da haben wir den Sprite. Das war der Ballon. So, das heißt, im Register 2040 steht also noch die 13 drin. Wenn ich jetzt zur 2040 gehe und die 14 reinpoke, das wären also 14 mal 64, das wären die Adresse 896, dann haben wir da oben den Vogel mit Flügel nach oben. Und wenn ich die 15 reinpoke, dann haben wir den Vogel mit Flügel nach unten. Und genau so läuft das auch. Man lädt also jetzt nicht, wenn ich den ersten Sprite habe, die neuen Daten für ein anderes Aussehen in den Speicher. Das wird viel zu lange dauern. Da wird man den Aufbau sehen, von oben nach unten. Das kann ich einfach mal machen. Wenn ich jetzt, das Programm starte, wird ja wieder... ja, wird es natürlich nicht. ja, wie zeige ich es am besten? Ja, das ist ja Ballon. Am besten zeige ich es einfach, indem ich hier oben das anpasse. Und zwar so. Also, wir sehen den Sprite. Und wenn ich das Programm jetzt starte, wird erst der Ballon geladen. Da werden wir noch nicht sehen. Danach wird in die Adresse 832 der Vogel mit Flügel nach oben und danach mit Flügel nach unten geladen. Das heißt, wenn ich das jetzt starte, dann sehen wir, wie sich der Sprite verändert. Und das ist natürlich ein Effekt. Gut, bei dem Flügelschlagen von oben nach unten sieht das jetzt gar nicht so verkehrt aus, ist aber im Prinzip nicht gewollt. Also es dauert schon recht lange, bis die Daten eingelesen sind. Ja, und das sieht man halt. Gut, ich setze jetzt die Adressen wieder auf die ursprünglichen Werte zurück. Also 896 und 960. Starte das Programm dann nochmal. So. So, ich poke jetzt mal, damit wir zwei Sprites mal auf den Bildschirm bringen, auf die 2041 den Wert 14. Das ist jetzt der zweite Sprite. Und jetzt schalte ich den zweiten Sprite an. Das passiert auch in der Adresse 53269. Und weil ja jedes Bit in dieser Adresse für ein Sprite steht, ich schreibe das hier nochmal eben drüber. Ja, im Moment ist der Wert auf 1 gesetzt und ich möchte jetzt das zweite Sprite auch aktivieren. Also 1,1. Und wenn man das umrechnet ins Dezimalsystem, kommt da 3 raus. So, jetzt muss ich noch die Koordinaten verschieben. Ja, oder ich mache hier am besten, ja, so. Mal den Bildschirm löschen, dann sieht man es besser. So.
die Farbe ist ein bisschen doof. Ich möchte da gerne schwarz haben. Also die 53287, das war die Farbe für den Ballon. Machen wir mal wieder gelb. Und die 53288 ist die Farbe für das zweite Sprite. Setze ich auf 0, dann ist der Vogel auch schwarz. So, den Vogel, den will ich ja animieren und das muss ich natürlich im Programm machen. Ich liste das mal auf. Also ab Zeile 20 hätten wir da Platz für. Ja, wie machen wir das am besten? Also, ich poke in die 2041 den Wert 14. Das ist der Vogel mit Flügel nach oben. Dann mache ich eine kleine Pause, indem ich den Computer jetzt mal mit einer Schleife beschäftige. Ja, ich lasse ihn mal bis 100 zählen. Nächstes I. Und ja, dann poke ich auf die 2041 den Wert 15. Dann mache ich noch mal eine kleine Pause und dann springe ich ganz plump mit GoTo zurück in Zeile 20. Ja, das sollte so funktionieren. Ich starte das mal. Ja, und tatsächlich, da flattert unser Vogel, bewegt sich allerdings noch nicht. Ja, vielleicht könnte man das jetzt im Programm noch unterbringen, indem man Folgendes macht. Wir lassen ihn jetzt einfach mal von links nach rechts fliegen. Na, das machen wir einfach mal in der Zeile 21. Wenn Pack von 53250 kleiner 255 ist, dann poke Pack 53250, der Wert, der jetzt in der 53250 drin steht, plus 1. So. Und das gleiche machen wir dann nochmal in der Zeile 31. Wie gesagt, das ist jetzt nur ganz plump. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir starten es einfach mal. Da fliegt unser Vogel los. Vielleicht hätten wir in Zeile 0 mal eben die X-Position auf 0 legen sollen. Und damit der Vogel nicht ganz so langsam ist, mache ich hier mal plus 2. So. Ach ja. Und damit man auch vernünftig was sieht, Zeile 1, Print, Bildschirm löschen und dann starte ich das. So. Jetzt müssen wir einen Moment warten und da kommt er angeschlichen, unser animierter Vogel. Ja, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, hier sehen wir noch eine Eigenschaft von den Sprites und zwar der Ballon liegt vor dem Vogel. Und ja, das liegt daran, dass der Ballon das Sprite 0 ist und der Vogel das Sprite 1. Das Sprite 0 liegt immer ganz vorne, danach kommt das Sprite 1, dann Sprite 2 und so weiter. Und die liegen dann, wenn sie sich überlappen, wie hier, alle hintereinander. Ja, das gleiche haben wir auch mit der Schrift. Ich starte nochmal kurz. So, jetzt sehen wir den Ballon. Wenn ich jetzt hier was hinschreibe, dann sehen wir, dass der Ballon vor der Schrift liegt. So. Und ja, ich kann den Ballon allerdings auch hinter die Schrift legen. Und das mache ich in dem Register 53275. Auch hier gilt wieder, jedes Bit steht für ein Sprite. Wenn ich also die 1 da reinpoke, dann habe ich das Bit
das nullte Bit auf 1 gesetzt und damit ist der Sprite 0 hinter der Schrift. So, ich habe das Programm jetzt nochmal gestartet. Jetzt müssen wir nochmal eben warten, bis dieser Vogel hinter dem Ballon verschwindet. Dann möchte ich noch eben etwas zeigen. So, da ist er. Oh, schön, so, dahinter. So, wenn ich jetzt hier was hintippe, dann sehen wir, dass der Vogel zwar hinter dem Ballon verschwindet, der Ballon allerdings ist immer noch hinter den Schriftzeichen, der Vogel ist allerdings noch vor den Schriftzeichen. Also diese Ebenenanordnung, dass der Sprite hinter den Schriftzeichen liegt, hat nichts mit der Sprite-Priorität zu tun. Das Sprite 1, also der Vogel, liegt immer noch hinter dem Ballon, allerdings vor der Schrift, und der Ballon liegt hinter der Schrift. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ja, aber wie gesagt, diese Angaben haben halt nichts miteinander zu tun. Ja, was kann man mit Sprites denn noch so anstellen? Ich lasse den Vogel noch mal eben reinfliegen. So. Und zwar kann man Sprites auch in der Größe verändern. Man hat also genau eine Zoom-Stufe. Und das Ganze läuft über die Adresse 53277. Das ist für die X-Dehnung. Jetzt schalte ich das erste Bit ein. Und dann wird der Ballon von der horizontalen Auflösung verdoppelt. Wenn ich das jetzt mit dem Vogel machen wollte, dann müsste ich eine 2 reinpoken. Und wenn ich beide haben möchte, eine 3. So. Ja, die andere Richtung, also die vertikale Dehnung, die ist in der 53271. Damit kann ich den Sprite also doppelt so groß machen. Und das funktioniert natürlich auch für den Vogel und für beide, klar. Und ja, wenn ich das jetzt einfach so starte, dann die Maße verändere ich in meinem Programm ja nicht. Dann sehen wir, dass der Vogel jetzt ein bisschen breiter geworden ist. Also Animationen und so weiter funktionieren nach wie vor. Auch die Schrift, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen deutlicher, ist immer noch hinter dem Vogel und vor dem Ballon. Ja, das war die Ausdehnung. Und ja, bleibt noch als letztes die Kollision. Ja, es gibt zwei Sprite-Kollisionen, die man abfragen kann. Einmal die Kollision, ob ein Sprite mit einem anderen Sprite kollidiert. Und einmal die Kollision, ob ein Sprite mit einem Zeichen kollidiert. Und ja, das will ich jetzt mal machen. Dafür habe ich hier eine kleine Ausgabe vorbereitet. In der Zeile 36. Ja, da gebe ich erstmal nur ein Clear Home aus, damit die Ausgabe immer in der oberen linken Ecke des Bildschirms ist. Und dann lese ich einmal den Wert aus der 53278 aus. Darin wird wieder festgehalten, also mit jedem Bit festgehalten, welcher Sprite mit einem anderen Sprite kollidiert. Also es wird nur festgehalten, ob ein Sprite kollidiert, aber nicht mit welchem Sprite. Und in der Adresse 53279 wird festgehalten, ob ein Sprite mit einem Zeichen kollidiert. Auch hier wieder, man bekommt nicht raus, mit welchem Zeichen, sondern nur, dass ein Sprite kollidiert. Das Ganze wieder bitweise. Wir haben also 8 Sprites und 8 Bits. Und ist ein Bit gesetzt, dann kollidiert der Sprite. Ich starte das jetzt mal. So. Da haben wir also oben die 0,0. Die erste Zahl wird sich gleich hoffentlich ändern, wenn der Vogel den Ballon erreicht. Mal einen Moment warten. Da. So. Ja, jetzt steht eine 3 drin. Warum steht eine 3 drin? Ganz klar. Wir gucken uns mal den Wert 3 binär an. So sieht der aus. Und
Ja, die ersten, der Sprite 0 und das Sprite 1 kollidieren gerade, in diesem Fall mit jeweils dem anderen. Und deswegen sind diese beiden Bits auf 1 gesetzt. Aber wenn jetzt noch mehr Sprites auf dem Bildschirm wären, die jetzt alle an verschiedenen anderen Positionen wären, dann könnten wir hieraus jetzt ableiten, dass diese beiden Sprites miteinander kollidieren. Wenn allerdings die anderen Sprites auch sich bewegen, dann müsste man anhand der Positionsabfrage irgendwie schauen, ob jetzt diese beiden Sprites kollidieren oder ob die gerade mit anderen Sprites kollidieren. Das kann man hier also nicht so ohne weiteres raus ableiten. Hier ist wirklich nur, dass Sprite 0 und Sprite 1 gerade mit irgendeinem anderen Sprite kollidieren und deswegen steht da der Wert 3 drin. Ja, um herauszufinden, ob ein Sprite mit einem Zeichen kollidiert, da müssen wir mal die Position verschieben. Und zwar von dem Vogel setze ich die Position mal auf 50, also auf die Zeile da oben. Dann passe ich die Ausgabe noch ein bisschen an, indem ich hier mal ein bisschen Platz mache und starte das nochmal. So, da kommt der Vogel wieder angeflogen und wenn der gleich mit einem Zeichen kollidiert, dann sollte der zweite Wert sich ändern. Ja, tut er auch, da haben wir jetzt den Wert 2 drin und das bedeutet, dass das zweite Sprite sich gerade in Kollision mit irgendeinem Zeichen auf dem Bildschirm befindet. Ja, das war die Sprite-Kollision. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Punkt, und zwar der Multicolor-Sprite. Und dazu muss ich jetzt erstmal kurz erklären, wie man so ein Sprite entwirft. Und anschließend gebe ich dann die Sprite-Daten in mein Programm ein. So, hier habe ich den Entwurf von einem mehrfarbigen Sprite. Hier oben in der Tabelle habe ich mal die Farben aufgelistet. Also das mit dem X, das ist halt eine transparente Farbe, also ein transparenter Pixel. Dann habe ich mir Schwarz ausgesucht als erste gemeinsame Sprite-Farbe, Weiß als zweite gemeinsame Sprite-Farbe und als Sprite-Farbe habe ich mir dann Rot ausgesucht in diesem Entwurf. Aber die kann man ja dann, wenn man mehrere gleiche Sprites hat, dann auch ändern. Ja, hier oben werden die Farben ganz normal eingetragen, wie wir das von dem einfarbigen Sprite auch schon kennen. Wir sehen aber, dass die Auflösung sich horizontal halbiert hat. Und das ist deswegen, weil man jetzt für jeden Pixel nicht mehr ein Bit braucht, sondern zwei. Und zwar genau die hier oben in der Tabelle, also 00, 01, 10 und 11. Und die trägt man dann hier unten ganz normal ein. Gehen wir mal hier auf diese Reihe hier. Da haben wir also Rot, Rot, Rot und Weiß. Rot ist 10, Weiß ist 11. Und dann haben wir unten also 10, 10, 10, 11. Ja, und so macht man das dann halt komplett fertig. Rechnet das Ganze dann wieder dezimal um. Und dann haben wir die Werte, die wir in unserem Speicher ablegen müssen. Okay, die Daten habe ich jetzt eingegeben für meinen Multicolor-Ballon. Ich habe der Einfachheit halber einfach das gleiche Programm benutzt, was schon die ganze Zeit läuft. Ich habe den Anfang abgeändert, also erstmal lese ich hier den normalen Ballon und den Vogel in den beiden Animationsschritten ein und dann überschreibe ich einfach den Vogel mit den neuen Daten von meinem Ballon. In Zeile 20 hier setze ich dann noch eben die Position auf 100, 100 und weise den entsprechenden Speicher für den Sprite 1 zu und schalte den ersten Sprite an. Ja, und wenn wir das jetzt mal starten, dauert es einen Moment und ja, da ist unser Multicolor-Ballon. Allerdings ist er jetzt noch einfarbig und er sieht auch ein bisschen komisch aus. Er ist so langgezogen. Und das liegt einfach daran, dass der VIC Multicolor Sprite, wie soll ich das jetzt ausdrücken,
horizontal doppelt so breit darstellt. Also jeder Pixel besteht ja aus 2 Bit, die eigentlich die Farbe angeben. Allerdings werden auch 2 Pixel ausgegeben, also 2 Pixel von der gleichen Farbe. Und damit der Ballon aussieht wie unser Ballon, müssen wir ihn erstmal horizontal dehnen. Und das ging ja mit der 53271. So. Ja, sieht schon eher aus wie unser Ballon. Ist allerdings ziemlich löchrig. Ja, weil halt der VIC das Ganze noch als einfarbigen Ballon darstellt. Und wenn ich jetzt den Multicolor-Modus einschalte, das geht auf der Adresse 53276 für den ersten Sprite, dann wird er auch mehrfarbig dargestellt. Allerdings habe ich ja jetzt noch nicht die ganzen Farben ausgewählt. Also ich hatte ja in meinem Entwurf als Farbe 1 zum Beispiel schwarz. Und Farbe 1 steht im Register 53285. Und da wähle ich jetzt mal die Farbe schwarz aus. Und dann haben wir da den Rahmen schon mal schwarz. So. Dann die zweite Farbe. Die war weiß. Ja. Jetzt muss ich mal eben rumprobieren. Was war denn weiß? Ah ja, 1. Na klar. Ja. Die Farbe 2 ist jetzt auf 1 gesetzt und die Sprite-Farbe ist auch weiß. Und die Sprite-Farbe für den ersten Sprite, die steht in der Adresse 53287. Haben wir ja vorhin schon mal gemacht. Und da kann ich jetzt sozusagen für unser Ballon jede beliebige Farbe auswählen. Also wenn ich jetzt auch 2 Ballons vom gleichen Typ auf dem Bildschirm hätte, also den zweiten Sprite auch. Ja, können wir eigentlich mal hier machen. 53250 für die X-Position und die 51 für die Y-Position. Ja, was brauchen wir noch? Da müssen wir noch anschalten. Das machen wir in der 69 und wenn wir beide Sprites haben wollen 3. So, da unten ist unser Sprite. Wir sehen, dass die Form des Sprites noch nicht zugewiesen ist. Ja, auch da muss ich jetzt in die Adresse 5041 für den zweiten Sprite die 14 poken. Ja, da war der Entwurf drin. Dann muss ich noch die X-Dehnung auch für den zweiten Sprite aktivieren, sieht man jetzt nicht. Ich poke jetzt hier eine 3 rein. Dann, ja, das Multicolor noch einschalten für beide Sprites. Also hier auch eine 3 rein. So. Und wie wir sehen, haben wir jetzt 2 Sprites, 2 Ballons und die Ballons haben beide unterschiedliche Farben. Ja, um das mit den Farben noch einmal zu zeigen, ich lösche mal den Bildschirm. Wenn ich also jetzt in die 53285, wo die erste Farbe für alle Sprites steht, die gemeinsame Farbe irgendwas reinpoke, ändert sich die Farbe bei beiden Ballons. Das gleiche gilt für die 53286, wo die zweite gemeinsame Farbe drin steht. Auch da ändert sich die immer für alle Sprites. Also selbst wenn ich jetzt alle 8 Sprites auf dem Bildschirm hätte, würde sich das für alle Sprites ändern. Nur die eigentliche Sprite-Farbe, die ja für jeden Sprite individuell festgelegt werden kann, die kann ich halt unterschiedlich angeben. Ja, ich färbe das jetzt nochmal so ein, denn eine Sache habe ich noch, und zwar habe ich bis jetzt ja alles immer direkt als Dezimalzahl gepokt. Beispielsweise das An- und Ausschalten von Sprites, das geht in der Adresse 53269.
Ne, wenn ich eine 1 reinpoke, dann ist nur der Sprite Nummer 1 an, weil in dieser Adresse 53269, da sind ja 8 Bit drin. Habe ich jetzt auch 8? Ja, 8 Bit. Und wenn ich eine 1 reinpoke, dann ist das 0. Bit, also das hier die erste Stelle, auf 1 gesetzt. Und deswegen ist der erste Sprite an. Poke ich eine dezimale 2 rein, dezimal 2 sieht ja dann binär so aus, dann ist nur der zweite Sprite an. Und eine 3, da sind beide Sprites an, weil eine 3 sieht binär so aus. Also beide Stellen auf 1 gesetzt. Das heißt, in dieser Adresse, in diesem Register 53269, da steht halt eine Binärzahl drin, dessen Binärstellen die Funktion angeben und nicht der Gesamtwert. Das heißt, jede Binärstelle, die hier auf 1 gesetzt ist, schaltet einen Sprite ein oder aus. So, jetzt kann man ja mal überlegen, wie macht man das, wenn ich jetzt im Programm nur den Sprite 1 anschalten will, dann könnte ich ja den Wert einfach nehmen und plus 1 rechnen. Dann würde ja immer die erste Stelle hier auf 1 gesetzt. Das ist nur halb richtig. Das wird nämlich nur passieren, wenn ich, wenn diese Stelle nicht schon angeschaltet ist. Wenn ich also im Programm nicht genau weiß, ob jetzt der erste Sprite schon an oder aus ist. Ich will aber sicherstellen, dass der angeschaltet ist. Dann kann ich das jetzt so ohne weiteres nicht machen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich rechne den Wert, der hier drin steht, plus 1 und dann wird schon diese erste Stelle an sein. Nehmen wir mal an, der erste Sprite ist angeschaltet und ich rechne jetzt den Wert plus 1, dann käme da 2 raus und ja, eine 2 führt dann zu dem Ergebnis, dass der zweite Sprite angeschaltet wird und der erste ausgeschaltet wird. Ja, wie kann ich das machen? Und genau für diese Problematik gibt es zwei Operatoren, und zwar den AND- und den OR-Operator. Und ja, man nimmt zwei Zahlen. Ich führe das einfach mal vor. 1 und 2 ergibt 0. Und der OR-Operator 1 oder 2 ergibt 3. Ja, was genau macht das jetzt? Nehmen wir erstmal jetzt dieses Beispiel 1 oder 2. Da werden einfach die beiden Binärzahlen genommen. So, einmal die 1 und einmal die 2. Ja, und das Ganze wird dann mit OR verknüpft und das Ergebnis wird dann, für das Ergebnis wird jede Stelle ausgewertet, und wenn bei der ersten Zahl oder bei der zweiten Zahl eine 1 an der Stelle steht, dann ist das im Ergebnis auch 1. Das heißt, 1,0 ergibt 1, 0,1 ergibt 1 und die restlichen 0,0 ergeben jeweils 0. Und da kommt dann hinterher die binäre Zahl 1,1, also die dezimale Zahl 3 raus. Der AND-Operator funktioniert etwas anders. Der AND-Operator guckt, ob in der ersten Zahl und in der zweiten Zahl an der entsprechenden Stelle eine 1 steht, nur dann ist das Ergebnis auch 1. Das ist bei unserer Zahl hier 0. Kam ja auch hier oben raus, 0. Wenn ich das Ganze jetzt mal 3 und 2 mache, das heißt, hier oben haben wir dann in der ersten Zahl die binäre 3 und hier unten die binäre 2 stehen, dann wird geguckt, 1,0 ergibt 0, 1,1 ergibt 1 und der Rest ergibt 0. Und dann kommt da praktisch die Zahl, binäre Zahl 1,0 raus und das entspricht der 2. Ja, wie genau können wir uns das jetzt zunutze machen für die Problematik mit dem Ein- und Ausschalten von einzelnen Bits? Ganz einfach. Wenn wir ein bestimmtes Bit anschalten wollen, dann bilden wir eine Zahl, die an der Stelle, die wir einschalten wollen, eine 1 stehen hat und der Rest der Werte steht auf 0 und das Ganze verknüpfen wir dann mit oder. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten irgendeine beliebige Zahl drin stehen hätten und wir verknüpfen das Ganze mit dieser Zahl, also mit der 4,
Also Dezimal 4 ist 100 binär. Ja, dann käme im Ergebnis raus, 01 ergibt 1, 00 ergibt 0, 10 ergibt 1, 01 ergibt auch 1 und 01 auch 1 und das hier ergibt 0, 0, 1. Das heißt, wir kriegen die gleiche Zahl wie die Ausgangszahl, nur die Stelle, die wir in unserer Zahl hier oben auf 1 gesetzt haben, oder vielmehr die Stellen, wir können natürlich auch mehrere Stellen gleichzeitig anschalten, die sind dann im Ergebnis auch 1. Das heißt jetzt für uns, wenn ich hier oben den ersten Sprite anschalten möchte, dann muss ich mir erstmal überlegen, ich möchte also das nullte Bit hier auf der Seite auf 1 setzen. Dann bilde ich eine Zahl, die überall Nullen hat, nur das Bit, das ich anschalten will, ist eine 1. Ist in unserem Fall halt Dezimal 1. Und ja, ich nehme dann hier oben den Wert, der schon in dem Register drin steht. Und verknüpfe den dann mit 1. Mit OR. OR 1. So, damit schalte ich den Sprite wieder an. Das ist dann praktisch zum Beispiel, das stand vorher drin. Das haben wir mit oder verknüpft und das Ergebnis ist das hier. Das heißt, das erste Bit oder das nullte Bit hier wurde eingeschaltet. Ja, das kann ich jetzt auch nochmal ruhig abschicken, das macht nichts. Also damit stelle ich auf jeden Fall sicher, dass der erste Sprite angeschaltet ist. Ja, wie schalte ich jetzt eine Stelle aus? Das ist eigentlich genauso einfach. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt den zweiten Sprite hier unten ausschalten, dann bilde ich, ja, ich nehme jetzt einfach die Zahl, die oben drin steht, das ist ja die 1,1. Ja, ich bilde jetzt eine Zahl, die überall Einsen stehen hat, außer an der Stelle, die ich ausschalten möchte, das wäre diese, und verknüpfe das Ganze mit AND. So, das Ergebnis wäre also dann 1, 1 ergibt 1, 1, 0 ergibt 0 und der Rest hier ergibt auch 0, aber halt auch nur, weil in der Ausgangszahl da auch überall 0 drin steht. Wenn jetzt hier irgendwo eine 1 drin stehen würde, dann würde das Ergebnis hier unten an der Stelle auch 1 sein. Das heißt, hier schalte ich dann ein spezielles Bit aus. So, das mache ich jetzt mal hier oben. Und so. Jetzt müssen wir das mal schnell umrechnen. 255 minus 2. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Ja. Das kann ich auch mehrmals abschicken. Also hier habe ich jetzt sichergestellt, dass der zweite Sprite ausgeschaltet ist. Wenn ich den ersten Sprite auch ausschalten will, dann verknüpfe ich das mit 254. Das wäre dann also praktisch diese Binärzahl. Und dann wird diese erste Stelle auch ausgeschaltet. Ja, das zum AND- und OR-Operator. Den braucht man immer wieder. Damit kann man also jede Binärzahl beliebig manipulieren. Man kann einzelne Pixel von Sprites ausschalten. Man kann den Multicolor-Modus, die X-Dehnung. Also alles, wo halt wirklich jedes Bit für ein bestimmtes Sprite steht oder für irgendetwas anderes steht, kann man damit manipulieren, ohne den Ausgangswert erst irgendwie analysieren zu müssen. So, zwei kleine Sachen habe ich jetzt aber noch. Also wir haben jetzt die einfarbigen und zweifarbigen Sprites soweit durch. Ich liste hier das Programm nochmal auf, das im Hintergrund liegt. Man sieht hier, dass die Sprites, ja, trotz dass das Programm nicht läuft, immer noch angeschaltet sind. Also noch irgendwo diese ganzen Speicherwerte gesetzt sind. Und um diesen Speicher zu löschen, gibt es eine Tastenkombination, und zwar Run Stop und Restore. Wenn man das also gleichzeitig drückt, dann löscht man den Videospeicher, beziehungsweise man setzt den Videospeicher und auch den Soundspeicher wieder zurück auf den Werkszustand. Das Programm selber bleibt dabei erhalten. Es wird also nur, es werden sämtliche Bildschirmfarben aufgehoben, wenn ich also jetzt hier eine Hintergrundfarbe habe und so, das wird alles wieder auf Werkszustand zurückgesetzt und das Programm bleibt erhalten.
So, und um das zweite zu zeigen, was ich noch eben vorführen möchte, muss ich das Programm noch mal eben abändern. Ich muss hier oben noch eine weitere Zeile hinzufügen. Da aktiviere ich nur schnell den zweiten Sprite auf die 4114 und hier schalte ich dann beide Sprites an. Und weil wir das ja gerade so schön gelernt haben, machen wir das auch direkt richtig. Na, wir nehmen also den Wert 53269, verknüpfen den mit oder. Und ich möchte ja den Sprite 1 und 2 anschalten. Das wäre dann der binäre Wert 1, 1. Und das ist der dezimale Wert 3. Deswegen OR 3. Und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Ja, um das noch eine Ecke sauberer zu machen, könnte ich den hier oben eigentlich rausnehmen. So, starte ich das mal. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich nur den Multicolor-Modus natürlich nicht angeschaltet. Den habe ich noch vergessen. Das mache ich dann auch mal. Also nochmal Run Stop Restore, um das Ganze zurückzusetzen, damit mir die Sprites nicht hier vorm Quellcode rumhängen. Und ja, den Multicolor-Modus, da habe ich jetzt hier eigentlich Platz für. Den könnte ich eigentlich hier anschalten. Das war die 53276. 53276 und da ich die auch für beide anschalten möchte, auch oder 3. So, starten wir nochmal. Flupp, da sind sie. Aber irgendwas stimmt immer noch nicht. Genau, ich habe vergessen, dass ja auch die Y-Ausdehnung überschrieben wurde. Das mache ich jetzt mal ganz unprofessionell, nachdem die Sprites schon eingeblendet sind. Das würde man natürlich vorher machen normalerweise. Wieder der Wert, der schon drin steht. Und wieder mit 3 verknüpft. So, jetzt aber. Oh, jetzt sieht man da, wie das überschrieben wurde. Super. Jetzt sind natürlich auch die Farbwerte zurückgesetzt, aber das soll jetzt erstmal egal sein. Das sind jetzt unsere beiden Multicolor Sprites und da ich mir jetzt so viel Mühe mit diesem Programm gegeben habe, dass er jetzt auch total professionell geschrieben wurde, möchte ich das natürlich abspeichern und weil Disketten generell sehr unzuverlässig sind, speichere ich sowas dann, so kleinere Sachen, lieber auf Datasette ab. Und genau das ist das, was ich jetzt zeigen möchte. Wir haben ja in unserer Routine hier oben, da gibt man ja die Speicheradresse mit, das habe ich hier oben getan und da habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass die im Kassettenpuffer liegt. Und genau das ist das, wo man halt bei der Konzipierung von so einem Programm halt drauf achten muss. Wenn unser Programm irgendwelche Daten von Datasette nachlädt, dann ist das kein besonders sicherer Platz für unsere Sprites. Ich speichere das Programm jetzt mal auf Datasette ab. Und dabei wird der Kassettenpuffer natürlich überschrieben mit unserem Programm. Das heißt, wenn das Speichern hinterher fertig ist, dann gucken wir mal, was mit unseren Sprites passiert ist. Na, ich speichere das jetzt mal ab. So, das kann naturgemäß einen Moment dauern, auch wenn das Programm nicht besonders groß ist. Aber Dataset ist nun mal ein bisschen langsamer. Ich benutze auch kein Turbo-Tape oder sowas. Das ist hier alles Werkszustand sozusagen. Ja. Ob ich mir noch eben einen Kaffee kochen sollte oder so. Ja, wir warten einfach mal noch einen Moment. Das geht schon. Ja. Wunderbar. Und da sehen wir auch, unsere Sprites hat es zerkloppt. Also jetzt nicht die Daten, nicht, dass es Multicolor-Sprites sind und auch nicht, dass sie halt Y ausgedehnt sind, sondern diese Daten, die halt in der Adresse 832 folgend und 960 folgend stehen. Und in der 896 halt auch. Weil das ist alles, diese drei Blöcke, diese drei Speicherseiten, so nennt man das,
Die liegen im Kassettenpuffer und der ist jetzt überschrieben worden. Das heißt, wenn wir jetzt in unserem Programm praktisch diese Daten, irgendwelche Daten nachladen würden, dann müssen wir danach die Sprite-Daten erneut in diesen Speicher einlesen oder wir müssen die Sprite-Daten direkt in andere Speicherbereiche legen, die halt nicht vom Datasetten-Zugriff in irgendeiner Weise überschrieben werden. Ja? Ich starte das Programm jetzt nochmal, da ist unser Vogel, Ballon, anderer Ballon, da sind sie wieder, allerdings in den falschen Farben. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken. Ich verabschiede mich hier mal mit unserem kleinen animierten Supervogel, der ein bisschen größer ist als vorhin in den Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal.